So, also, dann schauen wir mal. Wir sind bei Dings stehen geblieben, bei 614 Billionen sind wir stehen geblieben. Ich wollte sagen, was wollte ich sagen? Genau. Also ich wollte es heute mal sagen. Hot Takes würde ich mal sagen, und zwar Hot Takes bezüglich auf Gaming, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen? Also, eins, was ich nie verstanden habe, ist die Popularität von den Arkham Asylum Spielen, weil ich habe da mal eins ausborgt gehabt. Das war, glaube ich. Ich weiß nicht, es war nicht das erste, ich glaube, es war Arkham Knight oder wie das heißt. Irgendeines von diesen komischen Arkham-Spielen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wo da der Appeal liegt. Verstehst? Vor allem das Kampfsystem war irgendwie auch so komisch clunky, habe ich das Gefühl gehabt. Also, es war auf der einen Seite wie on Rails und auf der anderen Seite war es aber irgendwie auch extrem clunky. Also das, den Appeal verstehe ich nicht ganz. Und ich bin mir auch unsicher, ob das bei dem Spider-Man PS4 oder PS5, weiß ich jetzt gar nicht. Ob das da auch so ist oder ob da das Kampfsystem ein bisschen mehr gepolished ist. Oh, Golden Cookie, let's go. Frenzy. Generell kommt es mir vor, dass viele von diesen PS Exclusives irgendwie so ein bisschen zu cinematic sind vom Aufbau her. Also, dass das Gameplay ein bisschen zu sehr in den Hintergrund irgendwie gerückt wird. Und dass es halt zu sehr um das Narrativ sozusagen geht. Beziehungsweise, ja, schwer zu sagen, oder schwer Worte zu fassen. Aber das wäre mal so der erste Hot Take gewesen. Und der zweite wäre gewesen, dass ich den Skyrim-Hype nicht verstehe. Also ich habe Skyrim auf der 360, ich habe das einem Freund von mir abgekauft. Und ich kann den Appeal nicht verstehen von Skyrim. Der Anfang ist relativ gut gelungen, finde ich. Also beim Anfang kann man sagen, ja, okay, das ist ja interessanter Einstieg, so mit dem Wagen und so weiter, das ist ja auch irgendwie ein Meme gewesen und so weiter, nicht? Aber dann irgendwie, keine Ahnung, das Kampfsystem ist mir ein bisschen zu komisch irgendwie und ich finde auch, dass die First Person für so Fantasy-Spiele nicht wirklich gut funktioniert. Und das ist so eine Sache, Skyrim und Ocarina of Time sind so zwei Spiele, die ich immer wieder von vorne angefangen habe und nie fertig gespielt habe. Nicht einmal ansatzweise. Weil bei Ocarina of Time bin ich wenigstens zum Wassertempel gekommen, das ist ja schon mal was. Aber ich weiß nicht, also ich kenne auch einen Freund von mir, dem ich das abkauft habe für die 360. Der hat das auch so viel gespielt. Und ich check das halt überhaupt nicht, warum das beliebt ist oder keine Ahnung. Es ist halt einfach einen Vibe, der mir überhaupt nicht gefällt. Und ich glaube, das ist einfach dieser Bethesda-Vibe. Ich glaube, das hat auch mit der Engine zu tun. Die Engine ist ja oft was man eher so
unterbewusst wahrnimmt, also was man jetzt nicht so direkt wahrnimmt, sondern das ist meistens eher so eine unterbewusste Geschichte. Aber ich finde irgendwie den Artstyle auch, also es ist mir auch irgendwie zu uninteressant, dieses Skyrim Artstyle, ich weiß nicht, das schaut irgendwie so verwaschen aus. Kann natürlich auch dran liegen, dass es an der 30, dass es auf der 360 war. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel mit einem meiner Lieblingsspieler Witcher 3 vergleiche, muss ich sagen, das ist eine ganz andere Qualität, meiner Meinung nach. Also auch das Narrative hat mich bei Witcher 3 viel mehr gegrippt, als es bei Skyrim der Fall war. Ich weiß nicht. Und es ist halt wieder so eine Art Gaslighting-Situation, so ähnlich wie bei BoJack Horseman damals, wo alle Leute, die ich kenne, die lieben das, gell? Aber ich fühle es halt überhaupt nicht. Und das ist halt so witzig, weil was ich dann denkt, Alter, was, what the fuck is going on? Verarschen mich alle oder was soll das? Ja, also wie gesagt, deswegen habe ich mir auch nie Fallout geholt, weil ich glaube, dass ich diesen Bethesda-Vibe einfach überhaupt nicht fühle. Also ich glaube, ich habe kein einziges Bethesda-Spiel jemals durchgespielt, mit der Ausnahme von, wie hat das geheißen, Dishonored war das. Ich glaube, das war auch von Bethesda, wenn mich nicht alles täuscht. Dishonored habe ich tatsächlich durchgespielt. Das erste, ich glaube, da gibt es auch schon zwei Teile. Ich glaube, den zweiten habe ich sogar, habe ich aber nie gespielt. Genau, also das sind halt so ein bisschen die Gripes, die ich habe mit Bethesda-Spielen. Sie sind irgendwie extrem buggy. Also es sind sehr viele Bugs. Auch in Skyrim gibt es ja sehr, sehr viele Bugs. Dann ein Artstyle, der eher uninteressant ist. Und halt, ja, ein uninteressanter Artstyle, Bugs und irgendwie der Gameplay-Loop ist auch nicht so geil. Ich habe mir gedacht, vielleicht gefällt mir Fallout, die Ego-Fallouts, die Fallout 4 und so. Vielleicht gefallen mir die besser, weil es da ja auch so eine Building-Komponente gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich das Kraut noch fett macht. Also, es gibt so fanatische Fangemeinden von Spielentwicklern. Das ist, glaube ich, hauptsächlich wirklich bei Bethesda und bei Blizzard der Fall. Und Blizzard hat es ja jetzt vor allem überhaupt nicht mehr verdient, wenn man bedenkt, was die jetzt mit Diablo Immortal abgezogen haben. Das ist ja eine komplette Frechheit eigentlich. Und das ist ja auch kein Hot Take, also da bin ich ja bei Gott nicht allein in dieser Annahme. Oder in dieser Meinung, besser gesagt. Weil es, glaube ich, das schlimmste Spiel ist von Microtransactions her, was es überhaupt gibt. Also von Pay to Win her. Ich habe mir da ein Video angeschaut von dem einen Dude da, der immer die ganzen MMORPG spielt, da der Asmongold heißt der. Und auch andere Videos. Und das ist halt crazy, was die da abziehen mit Manipulationen, mit Gambling, Mechaniken und natürlich die FOMO darf man auch nicht vergessen, die Fear of Missing Out. Das ist für mich unglaublich, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Also, dass vor allem die Leute akzeptieren, sonst ist es ja das Problem. Stay hydrated. Kings. Die Leute akzeptieren es einfach.
Die Leute scheren sich dann irgendwann nicht mehr. Sie regen sich kurz auf, wenn es rauskommt. Und dann ist es ihnen im Endeffekt schon wieder scheißegal, nicht? Und das ist halt wirklich sowas, wo ich mir denke, Alter, so kommen sie halt durch. Und so kommen sie auch bei Halo Infinite durch, dass sie bei Halo Infinite einfach die hässlichsten Cosmetics, die es überhaupt gibt, im Shop anbieten. Also da will ich mich ja gar nicht mehr drüber aufregen für meine eigene Gesundheit, weil ich habe auch Infinite deinstalliert. Also wenn nicht in Season 3, wenn nicht Forge kommt und wenn nicht Coop-Kampagne kommt, dann werde ich es auch nicht mehr installieren. Forge und Coop-Kampagne müssen einfach da sein. Anders geht's nicht. Es muss einfach vorhanden sein. Alles andere kannst du eigentlich sonst wohin stecken. Das kannst du eigentlich wirklich sonst wohin stecken, weil na. Es ist wirklich schlimm, ja. Es ist wirklich schlimm, was die abziehen. 3-4-3 und dann kommen sie und dann sagt der gleiche Scheiß, den die normalen Press-Leute und die Developer sagen. Den gleichen Scheiß wiederholt dann der Joe Staten und dann ist es auf einmal wieder gut, verstehst du? Also, na. Das kannst echt keinem erzählen, oder? 3-4-3, jedes dieser Kugelklicker-Videos endet in einem 3-4-3-Rant, weil ich es einfach nicht verstehe. Und weil es einfach, es wäre so einfach, Systeme einzubauen, die Halo-Fans glücklich machen, aber andere Spiele schaffen es auch. Warzone, Rainbow Siege, Fortnite und die ganzen komischen anderen Games, nicht? Die schaffen es alle. Die schaffen es alle, nur die Halo Developer, die schaffen es natürlich nicht. Na gut, warten wir noch den Drop ab und dann lassen wir es. Na, oder kommt der Drop noch? Er müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich da aufleveln soll. Oder ich meine, diese Legacy-Ding. Es geht eigentlich extrem langsam voran. Ja, auch mit den Sugar Lumps. Ich weiß nicht, warum das alles so lange dauert, ehrlich gesagt. Oder ob ich da jetzt idlen soll. Ich weiß es nicht. Ich werde mich einmal informieren. Jetzt kommt noch der Drop. Kann man auch ein Frenzy mitnehmen? Na, es ist ein Lucky. Wie gesagt, ich kann ja mal schauen, was da mit Idling, ob da noch irgendwas zu reißen ist, aber irgendwie habe ich mir da die Progression ein bisschen schneller vorgestellt. Ich habe gewusst, dass es grindy ist, aber ich habe ja nicht gedacht, dass es so grindy ist. Naja, egal, also dann bis zum nächsten Mal, euer Servus.